Ja, hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zum nächsten Netzshow von der Alpha 3.23 und heute geht es um ein ganz interessantes Thema, nämlich um das Thema Piraterie, mehr oder weniger. Es geht um Quantum Jamming mit Master Modes, eine neue Funktion, eine neue Veränderung, die uns alle betrifft, und damit meine ich jetzt nicht nur die Piratenspieler, sondern insbesondere auch die Industriespieler. Also Salvager, Miner, Trader und andere, die im Verse unterwegs sind. Da gibt es eine sehr gravierende Veränderung. Also lasst gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen-Themen interessiert. Und apropos Industrie-Gameplay, kommt heute in den Stream mit rein. Heute gibt es nämlich ein Q&A von CIG zum Thema Cargo. Das heißt, neue Lastenaufzüge, persistente Hangars, es geht um Frachtmissionen, Fracht-Gameplay, Hauling-Missionen und vieles mehr in dieser Richtung. Das dürfte sehr interessant interessant werden. Und wir ziehen heute auch die Apollo, die ihr da rechts gerade schon seht. Die geht heute an euch raus. Und dann gibt es eine Polaris. Jawohl, eine Polaris. So, nun aber zum eigentlichen Thema. Ihr kennt es, die meisten kennen es. Wir können bereits seit einigen Jahren in Star Citizen Quantum Jammen und Quantum Dampenen. Quantum Jamming ist die Funktion, andere Schiffe aus dem Quantum Drive rauszuziehen. Die gucken wir uns jetzt hier nicht an, denn die hat sich nicht wirklich groß verändert. Was wir uns anschauen wollen, ist das Quantum Dampening. Da geht es darum, dass man den Quantum Drive eines anderen Schiffes in der Nähe stört und dafür sorgt, dass es nicht wegspringen kann. Das war jedenfalls bisher so und diese Funktion bleibt auch in 3.23 erhalten. Das ist das rote Feld, was ihr hier gerade von der Scorpius Antares seht. Die hat nämlich genauso einen Quantum Dampener. Das Besondere in 3.23 ist aber, dass wir ja Master Modes bekommen und wir den Modus wechseln können. Also wir haben ja den SCM-Modus zum Kämpfen und langsam fliegen. Und den Navigationsmodus fürs schnelle Fliegen und fürs Quantum Driven. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist nun, dass dieser Quantum Dampener dafür sorgt, dass ein Raumschiff im Navigationsmodus die Fähigkeit verliert, schnell zu fliegen. Der Hintergrund des Ganzen kurz erklärt, die zusätzliche Energie zur Beschleunigung des Antriebes auf den maximalen Speed, also 1000 zum Beispiel Meter pro Sekunde, die kommt nicht vom normalen Antrieb in Star Citizen, sondern vom Quantum Drive. Also der gibt quasi Energie und wir können schneller fliegen. Und dafür verzichten wir quasi auf alles andere, auf Waffen, Schilde und so weiter. Dieser Quantum Drive wird jetzt aber hier gestört durch das Quantum Dampening Feld, diese rote Bubble. Das heißt, wir sind zwar im Navigationsmodus, wir haben also weder Schilde noch Waffen noch Raketenabwehr und wir haben aber zusätzlich auch nicht mehr die Möglichkeit, schnell zu fliegen. Und demzufolge können wir also auch nicht flüchten. Mit anderen Worten, der Quantum Dampener schaltet quasi den Vorteil des Navigationsmodus für das betroffene Schiff und alle anderen in der Nähe ab. Und man kann quasi nirgendwo mehr einfach hindüsen. Wir haben das Ganze mal getestet auf Herz und Nieren. Wie schlimm ist das, wie stark ist es eigentlich? Und ist es überhaupt noch möglich für Industriespieler vor einem solchen Quantum Dampener zu flüchten? Ja, es gibt noch andere Schiffe, die das auch können, zum Beispiel die Karte des Blue Cannes und auch die Mantis beispielsweise. Und auch die RSI Zeus MR hat so einen Quantum Dampener und da kommen noch einige weitere hinzu. So, um das erstmal vorwegzunehmen. Und das ist eine ganz wichtige Information. CIG hat noch was geändert. Die Reichweite des Quantum Dampeners. Bisher betrug sie 2 Kilometer. Ich glaube, bei der Mantis waren es 20. Bin mir nicht ganz sicher, nagel mich nicht drauf fest. Ist auch vollkommen wurscht. In 3.23, Stand heute, ist es für alle Quantum Dampener 20 Kilometer. Das heißt, der Quantum Dampener, zum Beispiel diese Scorpius Antares, die muss nur im Umkreis von 20 Kilometern sein von euch und ihr könnt nicht mehr schnell fliegen und ihr könnt auch nicht mit dem Quantum Drive irgendwo hinwegfliegen. Das ist also das komplette Festnageln sozusagen. Das Ganze birgt ein sehr großes Problem, dazu komme ich gleich nochmal im Detail. Einige können sich schon denken, wo vielleicht das Problem liegt. Wir gucken uns aber erstmal an, was das jetzt eigentlich für Auswirkungen hat. So, der erste Test bestand darin, mal zu gucken, kann denn die Prospect durch verschiedene Flugmanöver irgendwie vor der Scorpius Antares entkommen? Ihr seht es hier gerade im Bild. Ja, nun, was soll ich euch sagen? Das Problem ist hier einfach der SCM-Speed, denn die Prospector ist ja jetzt im Navigationsmodus, hat aber trotzdem nur maximal SCM-Speed und das sind, glaube ich, 130, 140 Meter pro Sekunde, sowas in der Drehe. Die Scorpius Antares ist wesentlich schneller, die schafft über 200. Das heißt, es ist vollkommen egal, was die Prospector auch immer für Flugmanöver macht, es würde niemals vor uns wegkommen, vor allem, weil der Umkreis ja 20 Kilometer sind. Das ist also für uns hier in dem Fall spielend erleicht, irgendwie dran zu bleiben und die Prospect daran zu hindern, wegzufliegen. Jetzt muss ich halt vorstellen,
So ein Quantum-Dampener-Schiff oder Quantum-Jamming-Schiff ist jetzt eigentlich kein Kampfschiff. Gut, die Scorpius Antares, die ist gar nicht mal so schlecht mit ihren 4 Waffen, hat aber keinen Turm oben drauf. Das heißt, normalerweise kann man diese Schiffe dann doch relativ einfach besiegen, verglichen mit anderen Schiffen, die eher für den Kampf geeignet sind. Also wäre jetzt die zweite Frage, könnte vielleicht die Prospector aufgrund von Rebalancings von Lebensenergie, Waffengröße oder Munition irgendwie die Scorpius Antares abhängen oder besiegen im Kampf und dann eben wegflüchten. Ja, und das Ergebnis könnt ihr jetzt hier sehr eindrucksvoll sehen. Wir haben mal die Plätze getauscht. Ich bin jetzt gerade in der Prospector und naja, die Prospector ist halt so träge, dass sie keine Chance hat, jemals auch nur ansatzweise die Scorpius Antares vor die Nase zu bekommen. Also die Prospector hat zwar in 3.23 wesentlich mehr Munition als aktuell, viel, viel, viel mehr, aber es bringt ihr nichts, weil sie kriegt eben den Gegner nicht vor die Nase. Und das ist nicht nur wegen der Antares so, auch die Mantis zum Beispiel ist bedeutend wendiger als die Prospector. Und selbst die Cutlass Blue, die auch noch jammen könnte, wäre wendiger. Und naja, ehrlicherweise sind wir dann auch in dem Bereich, wo selbst wenn die Prospector hier Schaden machen könnte, eine Cutlass Blue nicht besiegen kann, weil die Cutlass Blue ist stärker bewaffnet, hat einen größeren Schild und so weiter. Und auch die Zeus MR zum Beispiel ist wesentlich, wesentlich stärker bewaffnet, hat viel, viel dickere Schilde, wäre also hier auch völlig undenkbar, dass die Prospector hiergegen gewinnt. Und das gilt auch nicht nur für die Prospector, das gilt auch für die Vulture. Das gilt für alle kleineren, ja, Industrievehikel, sag ich mal. Selbst eine Mole hätte hier keine große Chance. Bei größeren Handelsschiffen sieht die Welt natürlich wieder anders aus, ne? Logischerweise, die haben dickere Schilde, ne? Caterpillar zum Beispiel, Hercules T2 und so weiter, die sind schon deutlich potenter, aber diese großen Schiffe haben es auch dann nicht nur mit einem Quantum Jammer zu tun, sondern dann kommen noch ein paar andere dazu, ne? Stichwort Piraten-Gameplay, die haben dann halt noch einen Jäger dabei oder was Größeres oder auch ein Frachtschiff, was genügend Feuerkraft hat, eine Corsair zum Beispiel oder ähnliches, die euch dann den Gar ausmachen und ihr könnt halt nicht flüchten. Das ist der entscheidende Punkt an dieser ganzen Mechanik. Es ist völlig ausgeschlossen, und das sage ich ganz deutlich, es ist völlig ausgeschlossen, vor diesem Problem quasi davon zu laufen, es geht faktisch nicht. Zumindest aktuell nicht in diesem Balancing. Die Frage ist, woran liegt das nun? Es liegt ganz einfach daran, dass der aktuelle Quantum Dampener keine Begrenzung der Laufzeit hat. Das heißt, das Schiff, die Antares zum Beispiel, macht den Quantum Dampener an und dann läuft er. Einfach so. Ja, bis zum jüngsten Tag, bis man ihn selber wieder ausschaltet. Die einzige Möglichkeit für den Gegner, diesen Quantum Dampener zu deaktivieren, ist das Schiff zu zerstören. Und das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Es gibt auch keine Überhitzung. Es gibt keinen Cooldown. Es gibt keinerlei Einschränkungen für den Quantum Jammer, die dafür sorgen, dass der Gegner irgendwie eine Art Zeitfenster hat, wo er Handlungsspielraum hat. Das existiert einfach nicht. Jedenfalls noch nicht. Ich hoffe, um das mal kurz hier einzuschieben, an der Stelle, dass sie das nochmal ändern, bevor das live geht. Ich komme gleich noch darauf, warum das echt wichtig ist. Denn sie könnten ja zum Beispiel sagen, wir machen jetzt mal wenigstens vorübergehend eine Art, ja, Überhitzung rein. Dass der Quantum Dampener zum Beispiel nur 30 Sekunden hält oder eine Minute hält oder wie auch immer. Und dann überhitzt der und muss quasi runtergefahren werden. Dann ist er vielleicht nicht aus, aber hat keinen 20 Kilometer Umkreis mehr, sondern nur 500 Meter oder sowas. Ne? Dann könnte man mit dem klugen Flugmanöver vielleicht doch wegdriften oder ähnliches machen. Das werden wir mal sehen, ob sie da noch irgendwas sich einfallen lassen. Bevor ich jetzt zum großen Problem der ganzen Geschichte komme, wollen wir mal kurz drüber reden, ist das jetzt aber generell ein Problem? Also ist dieses Quantum Jamming an sich irgendwie doof? Meine Ansicht hier ist, nein. Das Quantum Jamming bedeutet ja auch, dass ich irgendwie erstmal rankommen muss an den Gegner und ich muss mich ein bisschen darauf vorbereiten. Wie gesagt, diese Quantum Jamming Schiffe sind alle nicht allzu stark. Gegen eine Prospector, gegen eine Vulture, klar, kein Problem. Aber gegen andere Schiffe wird es dann schon schwieriger. Da werden die dann teilweise weggeballert. Wir haben dicke Geschütztürme bei einer Caterpillar drauf oder bei einer Hercules auch Geschütztürme drauf. Die machen so einen Quantum Jammer kaputt. Ne? Das ist also jetzt keine so große Gefahr. Die kleinen Schiffchen, die müssen sich halt verbünden. Also es macht vielleicht Sinn, dass man zu zweit, zu dritt als Mining-Crew quasi loszieht. Die Single-Player-Miner oder Single-Player-Salvager sind aber so ein bisschen aufgeschmissen. Das ist also auch ein Raumschiff oder eine Raumschiffsart, sage ich jetzt mal, die nicht nur für Piraten interessant ist, das ist ja an sich ein cooles Gameplay, sondern eben auch für Griefer und Player-Killer, was wir eigentlich in Star Citizen nicht wollen. Deswegen, das ist alles mit Vorsicht zu genießen und es ist auf jeden Fall ein großes Problem. Jetzt kommen wir mal zum stehenden Elefanten. Die große Problematik, die wir in dem jetzigen Balancing, so wie es jetzt aktuell noch ist, auf dem PTU haben, lautet wie folgt.
Der Quantum Jammer oder Quantum Dampener, der hat ja einen Bereich von 20 Kilometer. Und er hat sehr gute Flugeigenschaften. Alle Quantum Jamming Schiffe sind sehr, sehr wendig oder können sehr schnell fliegen. Das heißt, es ist fast unmöglich für den Gegner, den ich jamme, mich auch nur im Ansatz zu erreichen. Die Waffenreichweite von Schiffen beträgt 2 Kilometer, vielleicht mal 3 maximal. Da wird es auch schon schwierig, dort noch was zu treffen. Und naja, das bedeutet, der Quantum Jammer, der kann einfach auf sichere Distanz seinen Gegner dauerhaft unbegrenzt jammen und daran hindern, irgendwas zu machen. Und dann hat man eben das Bild im Kopf, da ist ein Trader, eine Herkules D2 zum Beispiel, voll mit Waren und da kommt ein einziger Spieler und der hat halt einen Quantum Jammer. Und der hat gar nicht vor, euch zu beklauen, der hat auch gar nicht vor, irgendwie was Besonderes zu machen. Das Einzige, was er tut, ist, er campt eine Trading Location, jammt euch dann und zwar für immer. Und dann könnt ihr nirgendwo hin. Ihr könnt nicht jumpen, ihr könnt nicht schnell fliegen. Das ist extrem unwahrscheinlich, dass ihr mit SCM-Speed zum nächsten Raumhafen fliegt. Also das mag vielleicht noch gehen bei der Grimhex und bei Jela, da wäre es noch denkbar, aber ansonsten wird es halt echt sehr, sehr schwierig. Wir sind ja also in einem Bereich, wo es dann tatsächlich nicht mal lustig ist und wir wirklich von einem echten Griefing-Problem sprechen, was CRG sich hier auflädt, wenn sie das nicht ändern. Wie gesagt, sie können das ganz einfach lösen, indem sie dem Quantum Jammer irgendwie einen Cooldown geben oder eine Überhitzung, aber ne, wenn sie das nicht machen, haben wir eventuell ein Problem auf dem Live-Server. Denn so würde dann jeder, der ein bisschen Spaß haben will, in Anführungsstrichen durchs Verse ziehen, mit einer Mantis zum Beispiel, kann man sich auch einfach im Spiel kaufen, kein Problem, und Leute abfacken. So, und da, wie gesagt, die Quantum-Jamming-Schiffe zu den schnellsten im Spiel gehören, und zwar allesamt, kommt halt auch echt kaum einer ran. Also selbst Arrows, Gladius und andere Jäger haben riesige Schwierigkeiten, aufgrund der SCM-Begrenzungen, da irgendwie Schritt zu halten. Man könnte sie bestimmt verjagen, aber das ist mit sehr großem Aufwand verbunden und durch einen 20 Kilometer großen Radius haben die Jamming-Schiffe sehr, sehr viel Spielraum. Es gibt natürlich auch Crimestat, natürlich, also diese ganze Geschichte immer im Bereich des Comarays kann man entsprechend melden und dann kriegt der Spieler Crimestat und das Fraktions- und Rufsystem ist ja auch schon drin. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich so schon die Lösung ist. Wir werden das noch sehen. Ich wollte euch hier nur mal so ein bisschen das zeigen, wie das Ganze dann jetzt aktuell ist und was euch da eventuell auch erwarten könnte. Ja, und da sind wir mal gespannt, was dann daraus wird. Ich hoffe, das war interessant und aufschlussreich. Mein Tipp ist hier, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt in 3.23, ihr solltet am besten ein bisschen zusammenarbeiten. Ne? Also ihr braucht jetzt nicht zwingend eine Eskorte, das ist gar nicht notwendig. Ich denke, in vielen Fällen wird es sich schon auch von selbst lösen irgendwie. Aber ihr könnt ja einfach mal fragen, wer noch Bock hat zu minen oder zu traden oder zu salvagen. Und dann macht es einfach gemeinsam. Ne? Oft sind genügend Waren da. Oft ist es sogar sinnvoll, zu zweit oder zu dritt mit mehreren Prospector oder Vultures zusammenzuarbeiten. Und dann habt ihr auch eine gute Chance, jemanden, der euch hier vielleicht auf den Sack gehen könnte, abzuwehren und euch zu verteidigen. Denn eins muss man sagen, die Industrieschiffe sind zwar nicht stark, aber sind auf jeden Fall kampftechnisch wesentlich potenter in 3.23 als jetzt, weil sie viel, viel mehr Munition haben und teilweise auch größere Waffen. Und das ist durchaus ganz nett, dann im Verbund das alles zu erledigen. Ja, und viel mehr soll es auch gar nicht sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und schreibt mir gerne eure Sichten dazu mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, bis nachher im Stream. 65 degrees. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished it would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on the moon?